Inni Schindler, bin Paracyclerin, Profisportlerin. Meine größten Erfolge war, dreimal Weltmeisterin zu werden. Ich habe 3 Medaillen bei den Paralympischen Spielen gewonnen. Die Paralympics haben so einen richtig Fahrt aufgenommen und was ich mal schon in den Anfängen noch so ein bisschen Behindertensport war, salopp gesagt, ist jetzt einfach wirklich Profisport. Also das ist wirklich Top-Niveau und da bin ich auch extrem stolz drauf, dass wir da jetzt angekommen sind. Ich bin tatsächlich kurz vor den Spielen in Rio 2016 auf BMA aufmerksam geworden. Ich hatte immer wieder Entzündungen am Stumpf und das ist einfach etwas, was dich begleitet als Prothesenträger. Und das dauert normalerweise 3-4 Tage, bis es normal wieder abgeklungen ist mit der, sage ich mal, Schulmedizin, klassisch. Und ich habe den BMA benutzt, den BMA Spot vor allem, um die Stelle zu behandeln und es war nach einem Tag weg. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich zu den großen Wettkämpfen fahre, dass es mittlerweile immer dabei ist, weil es mir einfach extrem gut tut. Und natürlich tut die Matte mir mit dem Körper gut für die Regeneration. Das ist uns Sportler total wichtig. Es werden immer mehr Sportler, die es gerade benutzen. Wenn man auch mal wieder eine Zeit lang mal nicht gebämert hat und man fängt wieder an, dann merkt man einfach den Unterschied. Und das ist halt wirklich der Wahnsinn. Also das war mir selber nicht bewusst, wie viele Möglichkeiten man mit BMA hat, um einfach sich dem Körper was Gutes zu tun und an wie vielen Stellen es was hilft. Ich finde ehrlicherweise, dass der Körper ein Wunderwerk ist. Wenn man mal sieht, was ich für einen schlimmen Unfall hatte und dass ich überhaupt am Leben bin und dass ich jetzt so ein Leben führen darf, so selbstbestimmt durch die Welt zu reisen, auf 2 Beinen, wenn auch eins ein kleines Fakebein ist, durch die Welt zu gehen, mich so frei bewegen zu können, mit wenig Hilfsmitteln, sage ich mal, die Schmerzen auch einigermaßen im Griff zu haben. Ja, auch dank BMA, muss man einfach so sagen. Ich habe noch richtig Bock, würde mir gerne den Traum von den Spielen nochmal erfüllen, meine 3. Spiele. Tokio, jetzt ja 2021. Wenn du einfach dein ganzes Leben lang hungrig bist und nicht aufhörst, immer wieder neu zu denken und immer wieder was neue Herausforderungen zu suchen, dann hast du eigentlich schon gewonnen.